Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Minecraft-Tutorial. Heute wollte ich euch zeigen, wie man einen Ofen, Bücher und eine Workbench und Truhen sich craften kann. Also ein Ofen, dafür braucht man Pflastersteine. Ich weiß gar nicht, ob man dafür alle Steine nehmen kann oder so. Und die legt man einmal im Kreis drumherum in der Handwerkbox. Kriegt man einen Ofen. Ofen kann man Sachen schmoren lassen. Zum Beispiel rohes Schweinefleisch zu gebratenem Schweinefleisch machen. Eine Workbench. 4 Stück Holz braucht man dafür. Bretterholz. Die einfach so hinlegen, dann kriegt man eine Workbench. Im normalen Inventar das machen. Dann mache ich kurz mal wieder Game Mode 0 gehe. Kann man hier auch eine Workbench draus zaubern. So, eine Truhe ist auch nicht schwer. Einfach statt Steinholz drumherum, dann kriegt man keinen Ofen, sondern eine Truhe. Und ja, die Truhe, da kann man dann logischerweise Sachen reintun. So, das brauche ich alles nicht mehr. So, jetzt noch zu den Büchern. Erstmal braucht man dafür Zuckerrohr. Aus dem Zuckerrohr kann man Papier machen. Wenn man 3 Zuckerrohr nebeneinander legt, das ist egal, wo man das legt. Und so geht's nicht. Aber halt waagerecht. Kriegt man 3 Blätter. Die kann man dann so hinlegen und ein Leder in die Ecke kann man aber auch so hinlegen. Oder so. Oder so, also ist egal wie, kriegt man ein Buch. Dann haben wir das Buch. Und dann zeige ich noch kurz, wie man ein Bücherregal machen kann. Und zwar brauchen wir erst nochmal aus einem Zuckerrohr nur ein Zucker, kann man dann ein Zucker... Ja, auch mal wieder was Neues gelernt. Genau, und dann machen wir uns noch kurz 2 Bücher. Für ein Bücherregal legt man dann 3 Bücher so hin und Holz drumherum und schon hat man ein Bücherregal. Juhu, wir haben ein Bücherregal. Das ist ja herrlich. Und jetzt haben wir ein Stück Erde. Zurück. Jo, so viel zu dem Tutorial hierzu mit Bücherregalen und Ofen, Workbench, Werkbank und der Truhe. Tschüssi!